Hallo und herzlich willkommen zum magischen Podcast, bei dem du den ganz großen Magiern und Künstlern über die Schulter gucken kannst. Und hier sind deine Gastgeber, Dominik Fontes und Daniel Dück. In der heutigen Folge Nummer 20 haben wir Thomas Pfeffermann zu Gast. Thomas ist eine der wichtigsten Personen im deutschen Fernsehen. Denn ohne ihn würde das gezeigte Publikum in WDR, ZDF, der ARD und vielen weiteren Rundfunkanstalten nicht so begeistert und motiviert aussehen. Heute tauchen wir mit ihm gemeinsam ein in eine Welt der Motivation des Publikums, des Fernsehens und was das alles mit der Zauberkunst zu tun hat. Hallo Thomas, hast du heute schon eine TV-Show hinter dir? Nein, heute habe ich frei und ich muss mich erstmal entschuldigen, ich bin komplett erkältet. Also liebe Hörer, sorry, wenn ich extrem verschleimt klinge oder abhuste, es hat mir eine, habe ich eben schon gesagt, eine prominente Persönlichkeit, deren Namen wir nicht nennen möchten, tierisch angesteckt und ich glaube, es ist daher und darum sorry nochmal für die Stimme und gelegentlich Abhuster vielleicht, ja. Hauptsache, du bist mit dabei und zum Glück kann man ich bin dabei. Über Zonen Krankheiten übertragen. Dabei sein ist alles. Nee, wir sind ja ein bisschen, wir sind ja extra jetzt über Skype hier geschaltet, also ihr könnt euch nicht anstecken, alles gut, alles im grünen Bereich. Wie würdest du das, was du in der Zauberkunst machst, in einem Satz beschreiben? Quatsch. Das ist ein Wort, oder? Es ist Quatsch. Doch besser. Doch ein Quatsch. Quatsch, Unterhaltung, für mich ist Zauberei, Unterhaltung. Und das mache ich ja auch, weil ich mache ja Moderation und Warm-up-Moderation. Das fließt dann da leider immer noch zu wenig mit ein. Aber es ist eigentlich Gagspaß, Witze, Zauberei. Wie bist du überhaupt zur Zauberkunst gekommen und warum zauberst du? Ich weiß es gar nicht. Es ist die alte Geschichte. Ich glaube, Zauberkasten war es. Doch, es war Zauberkasten tatsächlich. Zauberkasten war es im Alter von 8 oder 9 Jahren. Es gab eine Riesenverlosung auf dem Marktplatz in Köln-Porz. Erster Preis war ein Fahrrad. Zweiter Preis war ein Zauberkasten. Und ich habe das Fahrrad gewonnen und war extrem enttäuscht, weil ich lieber den Zauberkasten haben wollte. Und habe dann probiert, das Ganze umzutauschen, ging aber nicht mehr. Bin dann 3 Jahre gegen meinen Willen Fahrrad gefahren, habe mir dann nachher einen Zauberkasten leisten können. Ich glaube, das war der große von Martin Michalski für unfassbar teure 50 Mark damals noch. Da war aber alles mit dabei und ich war da extrem begeistert. Dann ist es ein bisschen eingeschlafen, das Ganze. Und dann vor, ich glaube, 10 Jahren oder wann, habe ich vom magischen Zirkel Wind bekommen, dass es sowas überhaupt gibt. Bin dann mal zum Ortszirkel gegangen, wo dann gleich der große Workshop Ballonfiguren machen war. Mit meiner Freundin, die es extrem strange fand. Ich fand es sehr gut und dann bin ich dabei geblieben. Sehr cool. Also mal nicht so eine klassische Zauberkasten-Story. Mal was komplett anderes. Ja, der Zauberkasten kam ja drin vor. Also ja, natürlich. Der Zauberkasten klar. Ist immer dabei, weil klar, also Martin Michalski, wie heißt ja, Hardy, das sind natürlich alles die Klassiker. Jedes Kind hat das damals irgendwie per Buch, gab es auch Kassetten davon, ich weiß es gar nicht, irgendwie mitbekommen. Also wenn du Zaubern gesehen hast, war das irgendwie immer diese Geschichte. Ne? Und da war man immer von begeistert. Also klar, als Kind fand man das natürlich hammermäßig. Das war eigentlich Muppet Show, Zaubern, Colt Sievers. Dann irgendwann später, das waren die drei Dinger da, die so knallermäßig waren. Das war ja. Deine Jugend, deine Kindheit. Zusammengefasst eigentlich ja. Alles klar. Auch in der Reihenfolge, ja. Muppet Show, Zaubern, Colt Sievers. Von der Rangordnung her oder von der wirklich Reihenfolge her? Nein, also es war natürlich, also es war einfach ein Interesse. Also es war ein Interesse einfach, dass man zaubert. Es war eigentlich, das Interesse war eigentlich, dass man das auf der Bühne machte. Und ich habe dann eben Leute auf der Bühne gesehen und als Kind siehst du einfach in den 70ern, oh, Alter verraten, verdammt. Siehst du einfach Zauberer, die auf Straßenfesten aufgetreten sind, auf der Bühne gestanden haben. Und es gab ja damals noch keine deutsche Comedy-Szene. Ne? Ich rede schon wie Opa so von früher. So damals gab es das ja noch gar nicht. Also da gab es dann viel Kabarett und so. Hat mich als Kind aber eher nicht so gepackt. Und da fand ich Zaubern einfach klasse, weil die haben eben auch nicht nur gezaubert, die haben Sprüche gemacht. Du warst verblüfft, du konntest mitmachen. Und ja, kaum 30 Jahre später sieht man ja, was draus geworden ist. Man probiert Menschen zu verblüffen, Leute können mitmachen und ich spreche sie an. Also eigentlich ist der kleine Zauberer an mir versteckt, nur eben in Form des Moderators schrecklich Warm-Uppers jetzt. Ja. Du hast es ja gerade schon angesprochen, du bist Warm-Upper. Was genau ist das? Also das ist eine Unterform der Moderation. Ich sage auch immer, es ist Warm-Up-Moderation, weil Warm-Upper ist dann die Kurzform. Das heißt, ich moderiere eigentlich die Show vor der Show. Menschen kommen
mittelmäßig bis schlecht gelaunt bis gar nicht gelaunt ins Studio und sollen dann innerhalb von 15 Minuten aber sowas von gut drauf sein, wenn der Moderator rauskommt. Das ist meist nicht machbar, weil entweder hat man eine lange Anfahrt gehabt oder man kommt durch Schnee und Eis, hat sich noch mit der Partnerin an der Garderobe gezankt und dann bist du auch im Theater ja nicht von 0 auf 100 direkt gut gelaunt. Das kennt ihr vielleicht auch. Ich kenne es aus der Erfahrung raus, gerade in der Woche ist im Theater zum Beispiel die zweite Hälfte deutlich stärker als die erste, weil dann die Menschen, also von der Publikumsreaktion, kenne ich zumindest, weil die Menschen dann angekommen sind, konnten in der Pause ein Getränk zu sich nehmen, sind einfach entspannt, sind einfach da und du merkst einfach, in der zweiten Hälfte geht es einfach noch mehr ab. Ja, alle sind komplett da und nicht mehr beim Job oder wo auch immer. Wochenende mal ausgenommen, wir reden jetzt mal von der Woche. Und das ist im Studio genauso, da sollen ja dann Leute innerhalb von 20 Minuten so entspannt sein, dass sie mitten in der Show sind. Wenn wir aber einfach mit der Show anfangen würden, dann würden die Ersten noch denken, in den ersten 30 Minuten, habe ich meinen Schlüssel dabei, habe ich richtig geparkt, wie sieht's aus? Und ich probiere den Leuten eben dann schon so ein bisschen eine kleine Show vorher zu bieten. Und das klappt eigentlich ganz gut. Ja, weil sonst wäre die Heute-Show ja nach 40 Minuten schon aus, ne? Ja, ihr wart schon mal da im Publikum bei der Heute-Show. Ja. Dominik war schon mal da. Ja. Ich noch nicht. Schon mehrmals okay. Ich dort gesehen. Herzlich eingeladen im Jahr 2019. Wenn es wieder Tickets gibt, kommt gerne vorbei. ja, wobei es gibt ein paar Sachen, das muss man auch mal sagen jetzt. Es gibt natürlich ein paar Sendungen, dazu gehört die Heute-Show. Die sind schon ein Event. Das heißt, wenn man jetzt zur Heute-Show geht, ich glaube mittlerweile gibt es da Kartenvorläufe von einem Jahr bis zwei Jahren Wartezeit teilweise. Das heißt, die Leute, die dorthin kommen, die kommen auch aus ganz Deutschland angefahren, die kommen aus Österreich, Schweiz. Das heißt, die nehmen sich schon von vornherein vor, heute nehmen wir uns frei, heute geht's zur Heute-Show. Und dann ist schon eine andere Erwartungshaltung da. Also das ist schon so eine Art Event, wenn man da hingeht. Heißt, dann weiß man schon, gleich geht's los, man freut sich schon total den ganzen Tag darauf, schon fünf Stunden vorher geht man schon was essen, vielleicht sogar vorher noch in der Umgebung. Und dann kommt man zur Heute-Show. Das heißt, also da ist nochmal eine andere Erwartungshaltung. Aber es gibt oftmals eben Shows, da kommst du wirklich dann rein, war das nicht ein Jahr auf die Karte schon, freust dich auch drauf. Aber gerade das in der Woche, Heute-Show ist ja zum Beispiel am Freitag, mit Wochenend verbunden dann. Aber wenn du dich am Mittwoch aufnimmst oder bei Günther Jauch, wo ich auch bin, bei Millionär, der Weltmillionär, das nehmen wir gerne mal montags auf. Jeder Künstler weiß das. Schwieriger Tag fürs Publikum natürlich, Wochenende war heftig. Wir sind gut gelaunt, trotzdem noch ein bisschen müde. Dann sollen Leute aber trotzdem, wenn es geht, doch so entspannt sein wie an einem Freitagabend, wenn es auch schon mal ausgestrahlt wird. Und das ist dann meine Aufgabe, das hinzubekommen, ohne jetzt da lustige Ballermann-Spiele zu machen oder Polonaise durchs Studio, wie auch immer. Ja? Wenn man abends vor dem Fernseher sitzt, dann denkt man nicht unbedingt, dass es deine Position als Warm-Upper gibt. Das heißt, man sieht ja den ganz großen Star dort vorne und ein großes Publikum, aber man weiß nicht, dass du da bist, weil dich sieht man ja in der Regel nicht. Oder im besten Falle, sagen wir es mal so. Wie bist du trotzdem zum ersten Mal mit diesem Job oder mit dieser Berufung in Kontakt gekommen? Ich habe mit einem Comedy-Partner, haben wir ein Comedy-Duo gehabt vor etlichen Jahren, das hieß Kokain. Das war die Abkürzung für Komik-Kabarett im Nahbereich. Ist aus einer Kabarett-Comedy-AG entstanden in der Schule. Da haben wir das zum ersten Mal gemacht, sind damit aufgetreten. Da wurde auch schon gezaubert. Da wurden auch schon so ein paar Zauberparodien gemacht, Siegfried und Roy und so weiter, was man eben so machte damals. Und dann sind wir gesehen worden von einem Fernsehproduzenten, der damals für Vox das Kochduell produzierte in Köln-Ossendorf, eine der ersten Kochsendungen, die es gab. Da hat er uns gefragt, Jungs, ihr macht so viel Blödsinn, könnt ihr euch vorstellen, das auch vor Publikum zu machen im Fernsehstudio, bevor die Show losgeht? Und da haben wir natürlich aufgrund der hohen Gage ja gesagt, nicht wissend, was uns erwartete, und sind bitter auf die Nase gefallen, weil das kam gar nicht an. Ja? Also erstmal wir kamen da rein, es saßen viele ältere Menschen da, die sich auf einen schönen Nachmittag freuten im Studio. Und dann kamen wir und haben da völligen Blödsinn gemacht, Anarchie oder was wir eben so gemacht haben damals als Comedians oder Comedians in Anführungsstrichen. Und das fanden die überhaupt nicht lustig und war auch nicht die Aufgabe. Und da habe ich dann sehr schnell gemerkt, du kannst nicht da ein Comedy-Programm vorher abspielen, du musst dich auf die Situation einstellen, einen Teppich bereiten für den Moderator, auf das Publikum eingehen, auf die Show eingehen. Das ist eine völlig andere Nummer. Und dann hat der Comedy-Partner irgendwann gesagt, nee, das mache ich nicht mehr, das ist nicht mein Ding. Und ich bin dann übrig geblieben, mehr oder weniger. Und habe es dann weiter verfolgt. Wieso sagst du, ist das so ein großer Unterschied?
also darauf bezogen, einerseits Comedy abzuspielen und auf der anderen Seite wirklich aufs Publikum eingehen. Weil beides sollte ja eigentlich lustig sein. Ja, es gibt aber auch Comedians, die machen, in England zum Beispiel gibt es ganz viele Comedians, Stand-Upper, die machen Warm-up, die machen das gut. Es gibt aber genauso viele, die daran gescheitert sind, weil die es irgendwie nicht, ich weiß es nicht, die haben es irgendwie nicht hinbekommen, die Mischung zu bringen, weil es ist eine Mischung aus Rampensau und Zurücknehmen. Und es gibt einige Leute, die sind dann zu sehr Rampensau. Also ist zum Beispiel, die Sendung ist zum Beispiel nicht in Ordnung, wenn die Leute sagen würden nachher, das Warm-up war aber lustiger als die Sendung. Ja? Oder wenn es da auch zu krass abgeht vorher. Weil man muss das schon so ein bisschen austarieren, weil am Ende bereite ich ja als Warm-Upper dem Moderator, der Moderatorin den Teppich, dass er oder sie nachher rauskommt. Es gibt da wahrscheinlich einfach Menschen, die einfach sagen, ich spiele mein Programm, aber nicht aufs Publikum eingehen. Die haben dann ihre 4, 5 Sprüche, die sie im Programm machen, aber es ist eben jeder Aufzeichnungstag ist eben anders. Und wenn dann irgendwas passiert und man kann darauf nicht eingehen und den Leuten noch ein bisschen erklären, dass sie nicht nur jetzt im Warm-up Spaß haben, sondern am besten auch noch in der Sendung, ohne dass jemand Pappschilder hochhält, ja, dann ist das Warm-up eigentlich misslungen. Muss man sagen. Also ich probiere die Leute einfach darauf vorzubereiten, die noch ein paar Sachen zu erklären, möglichst ohne nachher dann Schilder hochzuhalten. Ich reiß schon mal die Arme hoch oder winke schon mal bei den Sachen, aber ich bin selten bei Produktionen oder eigentlich gar nicht mehr, wo es irgendwelche blinkenden Schilder gibt. Das gab es tatsächlich früher bei RTL Samstagnacht, wenn das noch jemand kennt. Die legendäre Sendung mit Hugo Egon Balder, Olle Dietrich, wo sie alle dabei waren. Und da gab es ein blinkendes Torschild über dem Publikum, Tor mit 4 O. Und das blinkte immer. Und darum könnt ihr euch das auf DVD auch ansehen, dass das Publikum teilweise komplett ohne Sache ausrastet, einfach weil das Schild in dem Moment blinkte. Ich war auch mal da im Publikum, alle flippten extrem aus und keiner wusste warum. Ist doch gar nicht lustig jetzt. Und das probiere ich eben zu vermeiden im Warm-up. Ich probiere also, das zu verstärken. Wenn Leute klatschen wollen, nicht wissen, darf ich jetzt? Ja, könnt ihr gerne, nehmen wir ja auf. Ihr seid ja Mitwirkende bei uns in der Sendung. Aber ich habe jetzt zum Beispiel keine Pappschilder oder große winkende Mickey-Maus-Hände, damit alle sehen, haha, hier, jetzt mal klatschen. Ne? Es gibt so ein paar Stellen, da gebe ich dann auch mal ein Signal vor, wenn es losgeht, wenn es aufhört, wenn mal ein Film gelaufen ist. Ansonsten soll das Publikum Spaß haben. Und wenn sie das eben nicht haben, dann haben sie nicht Spaß. Also muss man gucken, was da passiert. Wie sieht dabei dein perfektes Warm-up aus? Perfekte Warm-up ist eigentlich, ich mache so meine 20, 25 Minuten vor der Sendung und dann geht's los und dann läuft die Sendung eigentlich auch durch. Das ist das Ideale. Natürlich ist oftmals so, dass in der Sendung umgebaut werden muss. Dann ist es für mich auch sehr schön, wenn ich ein bisschen Zeit habe. Also blöd ist, wenn jetzt es 10 Abbrüche gibt, die immer nur dauern 2 Minuten, ja, weil dann ist der Flow der Show unterbrochen. Man kann auch mit den Leuten nicht viel machen, man kann nicht irgendwelche Gags machen oder mit Kleinigkeiten vielleicht sogar was zaubern, das geht dann nicht. Und dann ist einfach immer nur unterbrochen, wie beim Film und das ist dann blöd und dann kommt man aus dem Flow raus einfach. Aber ideal ist einfach, ich mache die Show vor der Show, 25 Minuten, dann beginnt die Show, wie es bei der Heute-Show eigentlich ist. Der Moderator kommt im besten Fall nochmal mit raus, man macht noch was zusammen, nochmal ein paar Minuten und dann geht's los. Das ist eigentlich die beste Sache fürs Publikum wie live on tape. Und ich bin ja großer Freund der live on tape oder Live-Sendungen, weil einfach da Sachen passieren, die teilweise lustiger als die Sendung sind und ist. Es gibt aber natürlich beim heutigen Fernsehen gerade einige Sendungen, da werden die Sachen dann rausgenommen, dass nachher alles sehr, sehr glatt und sehr, sehr perfekt aussieht. Das finde ich gar nicht so klasse. Also ich finde es besser, wenn Leute merken, aha, der verspricht sich auch mal, die verspricht sich auch mal, da passiert irgendwas, eine Kulisse fällt um. Das finde ich viel spektakulärer, als dann alles auf Hochglanz zu sehen. Wie kann man denn so genau, sagen jetzt mal, die ersten 20 bis 25 Minuten bei dir vorstellen? Du begrüßt das Publikum, sagst Hallo und wie geht's dann weiter? Ich begrüße das Publikum, sag Hallo, guck dann, wer ist im Publikum da? Und das hat eben im Kabarettprogramm, dann Comedyprogramm nichts zu tun. Machen wir den Leuten ein bisschen Talk und dann gibt es natürlich ein paar Sachen, die macht man immer. Man muss erklären die Notausgänge, man nimmt vielleicht 2, 3 Abläufe auf mit den Leuten, die man vielleicht nachher in die fertige Show reinschneiden kann, je nach Sendung, bei einer Live-Sendung logischerweise nicht. Und ab dann ist einfach so, ja, improvisiert, gucken, was dann passiert. Es kann lustig werden, das ist Gott sei Dank meist der Fall. Es kann aber auch so ein bisschen, ist dann so mittellustig eben nur. Also ich lasse mich darauf ein, wie das Publikum gelaunt ist. Ich mache also jetzt keine Show und sage, guck mal hier, ich gebe euch jetzt mal 5 Nummern, sondern wir machen da ein bisschen was zusammen, dass das Publikum schon merkt, okay, nachher in der Sendung seid ihr auch für die Show mitverantwortlich. Also wenn jetzt keiner klatschen würde und man müsste immer zeigen, macht doch bitte mal, dann wird es eben nichts. Und dass wir so eine gemeinsame, gute Zeit haben, so 2 Stunden lang im besten Falle. Sehr cool.
Bist du jetzt momentan Freiberufler? Ja. Wenn du immer wieder für das Fernsehen arbeitest, ja. Ja, ich bin Freiberufler, das gibt mir auch die Chance, eben auch noch andere Sachen zu machen. Und bin in der Künstlersozialkasse und habe nach Paragraph, keine Ahnung was, bin ich freischaffender Künstler mit Stempel vom Staat anerkannt. Freiberuflicher Künstler, ja. Was immer das heißt. Wir nehmen es einfach mal so als Künstler an, alle, und ja, dann passt das, oder? Ja. Muss angegeben werden beim Finanzamt irgendwie, keine Ahnung, ja. Wenn du den Leuten erklärst, ich mache Moderation, kennen sie noch, aber wenn du sagst, ich mache Warm-up-Moderation, dann wirst du dich ganz, ganz heftig, weil ich glaube, es gibt nur 7 oder 8 Leute, die das wirklich auch hauptberuflich machen. Also es gibt nicht so viele in Deutschland, die das machen. Frag mich nicht, warum. Es gibt immer wieder Anfragen, wie kann man das machen. Macht's gerne. Ich helfe auch gerne mit Tipps und Tricks, aber am Ende macht es dann jeder alleine für sich dann. Aber es gibt am Ende dann 7, 8 Leute, die, glaube ich, davon leben können und die das auch wirklich zu mehr als 50% neben ihrer Moderations-Schauspiel-Comedy-Karriere noch machen. Das musst du erklären. Du weißt nicht, warum das so ist? Es ist einfach so, es bleibt immer bei den 7, oder? Ich glaube, dass es natürlich gerade bei großen Fernsehproduktionen so eine gewisse Risikoarmut gibt, was teilweise nicht auch uns dann zugutekommt. Aber natürlich sagt man jetzt, wenn man eine Sendung macht, wie Ich mag den Star, eine Live-Sendung über 4 Stunden oder eben Heute Show, da sagt man dann nicht, ach, wir probieren mal eben jemand aus, jetzt der es zum ersten Mal macht oder so. Dann nimmt man schon die Menschen, die Erfahrung haben, die auch ins Format passen. Also bei den 7, 8 Leuten gibt es eben Menschen, die machen dann eher Sportsendungen. Dann gibt es Leute, die machen eher mehr Comedy-Sendungen oder Leute, die machen dann eben mehr Spielshows oder Castingshows und so weiter. Und da weiß man schon, der hat das bei der Sendung gut gemacht, also warum nicht den auch nehmen? Ne? Und die Medienbranche ist dann doch nicht so groß, wie alle denken, ist relativ klein. Man kennt sich, Produktionsleiter, Produzenten wechseln vom Sender A nach B zur Produktionssendung, dann kennt man das eben so ein bisschen, sagt, der hat das ganz gut gemacht und dann nehmen wir den auch wieder. Ne? Und wenn ich jetzt sagen würde, ja, hier, Daniel, mach mal Warm-up, dann würden vielleicht einige sagen, ja, gerne mal bei einer kleineren Sendung, aber nicht jetzt gerade vielleicht bei der Heute-Show oder bei Millionär oder wo auch immer. Ja. Alles klar. Gibt es bei dem Publikum einen Unterschied zu der Sendung? Also ist das Publikum von der Heute-Show anders gelaunt als bei Wer wird Millionär? Also jetzt abgesehen vom Wochentag? Also es gibt natürlich, ja, klar. Also Wochentage sind wichtig tatsächlich. Ich sag ja, Montag ist ein toller Tag, weil das wirklich, der Tag hat Leute entspannt, aber auch oftmals so ein bisschen müde. Ich merke sogar, was mir auch bei anderen Sachen zugute kommt, du merkst die Jahreszeiten tatsächlich. Also du merkst im Frühling, Sonnenstrahlen, Menschen kommen strahlend gelaunt ins Studio, während es echt so ist, du hast draußen ein bisschen Regen, ein bisschen Nebel, dann merkst du schon, die Stimmung ist dann doch gedrückter teilweise. Das merkt man. Ja? Die wird dann nachher auch gut, aber du merkst es wirklich, wie das Wetter draußen ist teilweise. Du merkst die Wochentage und natürlich auch, klar, das Publikum bei der Heute-Show ist zum Beispiel, würde ich jetzt mal sagen, nicht das klassische Fernsehpublikum, weil es gibt gerade in Köln natürlich ganz, ganz viele Zuschauer, die öfter mal ins Fernsehstudio gehen. Das ist dann kein Theaterpublikum, sondern es gibt Menschen einfach, die sagen, ja, ich gehe gerne mal zum Fernsehen, weiß auch, es dauert mal 3 bis 4 Stunden bei einigen Sendungen, mache ich aber gerne mit. Und bei der Heute-Show ist das Publikum eben, die warten jetzt ein Jahr auf die Karten. Vielleicht Menschen, die noch nie vorher im Studio waren, die zum ersten Mal auch in dem Fernsehstudio sind, die dann wirklich nur für diese Sendung kommen, um Oliver Welke zu sehen, weil sie es vom Fernsehen her kennen. Das ist schon ein Unterschied, das merkt man schon. Ja. Wie sieht das aus? Gibt es so ein Patentrezept als Warm-Upper oder ist das alles komplett individuell, wie du das machst, beziehungsweise wie deine Kollegen das machen? Das ist individuell, weil das ist genau, glaube ich, auch das Geheimnis, warum es nur so wenige machen. Jeder findet seinen eigenen Weg und bringt dann seine Talente ein, die er hat, ins Warm-up. Also ich habe einen Kollegen, der steppt zum Beispiel und singt, spielt Gitarre. Das könnte ich alles nicht. Und der hat das eben dann noch ein bisschen verfeinert. Dann ein anderer macht, glaube ich, singt auch, glaube ich, macht singt Rocky Horror Picture Show, Frankenfurter, macht so Geschichten. Einer tritt in extrem grellen, bunten Anzügen auf und macht mit den Leuten noch so Geschichten. Also jeder hat sein eigenes Ding und seine eigene Art. Und das wissen auch die Fernsehproduktionsfirmen. Und buchen dann auch die Leute eben und sagen, das würde zu unserer Sendung passen, hol den mal. Es gibt also verschiedene Typen, ne, des Warm-Ups und des Warm-Uppers auch. Und du bist der Typ mit der Zauberkunst? Du zauberst auch aktiv dabei? Nee, also das Zaubern kommt leider, kommt beim Warm-Up eigentlich ganz zu kurz, weil es echt
oftmals so ist, dass das heißt, du hast eben 5 Minuten, was eben oft der Fall ist, ja. Oder eben im Programm 25 Minuten vorher habe ich so viele Sachen den Leuten zu erklären oder zu gucken, wie sind die drauf, gelaunt, dass ich da gar nicht dazu komme. Und ich habe das jetzt 2-3 Mal in den letzten Monaten gemacht. Dann war es aber wirklich so, dass bevor dann der eigentliche Effekt zu Ende war, hieß es schon wieder, wir machen weiter. Und da kann ich nicht sagen, Moment mal ganz kurz, wir machen noch kurz zu Ende, sondern muss ich relativ schnell zum Punkt kommen. Darum bin ich mit den Leuten beschäftigt und kann dann auch mal zügiger abbrechen. Was, wenn du nicht so nur so kleine optische Gags machst und so weiter, was dann schon wieder nicht läuft. Und dazu kommt noch eine Sache. Leider, auch wenn man kleinere Sachen macht, ist es immer öfter so, dass das Publikum umringt sitzt. Du hast also immer Leute im Rücken. Auch das ist schlecht. Dann bist du meistens mitten auf der Bühne, heißt, du musst dir Sachen mit nach vorne ziehen. Das heißt also auch, du musst dir ganz genau überlegen, was du da machst und was du da mitnimmst. Welche Requisiten nimmst du dabei mit oder nimmst du überhaupt welche mit? Ja, ich habe natürlich ein paar Sachen dabei. Ich habe mir großartig funktioniert tatsächlich eine Sache, die heißt Sounds Amazing, die man am Körper tragen kann, wo man mit, werdet ihr vielleicht kennen, von Shahal Malik oder irgendwas, da kann man so ein paar Sounds machen, kann man den Leuten machen, indem man die berührt, ein paar Sachen macht. Dann immer wieder gerne genommen Modellierballons, aber auf meine eigene Art, nicht. Ich mache jetzt euch mal hier einen Hund oder irgendwas und das. Und das kann man ein bisschen stranger machen, weil Leute sollen ja am Ende gar nicht merken, dass sie da einen Zaubertrick gesehen haben oder irgendwas. Die haben optische Gags gesehen oder haben irgendwas Verblüffendes gesehen, was sie gar nicht unbedingt zum Zaubern einordnen. Das ist ja Unterhaltung dann noch, die dabei ist. Dass sie nicht sagen, ah, der macht jetzt einen Kartentrick, wählen Sie mal eine Karte und so. Das würde nicht funktionieren. Das kann man bei einer Moderation machen. Oder als wir das Vergnügen hatten, Dominik, bei einem Zauberabend, da kann man so kleinere Sachen noch machen. Aber ansonsten die großen Sachen da auszupacken, hat gerade beim Warm-up keinen Sinn. Das kann man dann bei einer Moderation machen zum Beispiel. Wie viele Engagements hast du davon so pro Woche? Viele, jeden Tag, mehrmals täglich. Warm-up oder Moderation? Gerade momentan Warm-up. Warm-up ist im Moment so, würde ich mal sagen, sind im Moment 70% Warm-up, 30% Moderation. Das kommt drauf an. Es ist jetzt zum Beispiel im letzten Monat waren es, glaube ich, da waren es wirklich 2 Moderationen. Ansonsten nur Warm-up. Ich glaube, es waren 20 Warm-ups, waren es, glaube ich. Also 20 Tage wirklich. Das war dann so, das ist immer so ein bisschen wellenweise, wie das kommt. Dann ist natürlich im Sommer ein bisschen weniger, weil dann einfach Sommerpause ist. Und es gibt einfach so heftige Monate. Also das ist dann wirklich immer März, dieses ist März, Februar, März, September, Oktober, November, Dezember wird dann schon wieder ein bisschen ruhiger. Januar ist auch meist was ruhiger, je nachdem. Ja. Was war bisher dein größtes Publikum? Das größte Publikum waren, glaube ich, jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube, das war Schalke Arena vor ein paar Jahren, Arena auf Schalke. Wow. Das erste oder die erste oder zweite TV-Total Stocker Crash Challenge mit Stefan Raab damals noch. Das war schon heftig. Wie geht man mit so einem Publikum um? Ja, leider, wie Mario Barth bei der Comedy, da kann man jetzt auch, da halt's ja unheimlich und du machst ja alles ein bisschen langsamer, weil du ja einfach um dich rum 50.000 Menschen hast, die dann auch richtig abgehen und Party machen. Da kann man jetzt nicht ein Heute-Show-Warm-up machen. Das würde natürlich dann nach hinten losgehen. Da wird dann einfach Party gemacht, gefeiert und natürlich Hände nach oben und Olé und mit dem Stockcar rumfahren, einmal um die Arena rum und dann Laola und so. Das ist auch das, was du machen kannst. Ne? Also, oder eben im besten Fall nochmal mit der Kamera aufnehmen lassen, auf den Videowürfel schneiden, dann irgendwie mit Menschen noch im Publikum was machen und dann irgendeine Aktion machen, spontan, was da den Leuten los ist. Ne? Aber das ist dann schon, ja, ist ordentlich, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Was ist das Coolste im Studio? Irgendwas, was man vielleicht so als ja, Nicht-Eingeweihter nicht mitbekommt. Gibt es da irgendwas? Ja, das kommt auf die Sendung an. Also das ist verschieden, von Sendung zu Sendung verschieden. Das Coolste im Studio ist eigentlich für mich, wenn ich mit den Leuten im Warm-up was mache, und dann ja auf Leute auch zugehe und ich merke, jemand, der am Anfang so ein bisschen schüchtern ist, der dann eine Riesenshow abzieht. Das werdet ihr auch kennen von der Bühne. Du hast ja so, du hast Helfer auf der Bühne oder Leute, die dann auch mal nach vorne geholt werden, worauf ich auch immer darauf achte, dass da niemand bloßgestellt wird oder jetzt irgendwie Witze auf Kosten des Zuschauers, weil es sind ja Gäste und ich möchte die Gäste auch wie Gäste behandeln. Das heißt also, in dem Moment, wo ich jemanden nach vorne hole, eben ein Interview mit dem was mache,
sollte der auch entsprechenderweise gut davonkommen und gut dastehen. Und wenn ich dann merke natürlich, ich habe da jemanden, der am Anfang noch so ein bisschen schüchtern ist, zurückhaltend, der aber auf einer Augenhöhe mit mir ist und der dann nachher vielleicht eine Mega-Show abzieht und alle, das Publikum geht tierisch ab, bevor die Show schon losgeht. Und ich denke mir, super, da haben wir beide eine gute Show abgeliefert, das ist klasse. Und wenn du einfach merkst, wie man mit Unterhaltung die Menschen, die vorher noch was reserviert waren auch und dann eben reinkamen und eben vielleicht Garderobenstress hatten oder Anfahrtsstress, Staustress, wenn die einfach das vergessen haben und dann mit Beginn der Sendung wirklich gut gelaunt sind und eben nicht, weil da jemand sagt, jetzt bitte klatschen, jetzt macht mal so, sondern weil die wirklich gut drauf sind. Und das dann ohne Alkohol, ohne Drogen, ohne Schilder geschafft worden ist, im besten Fall mit meiner Mithilfe, fantastisch. Dann kann man sich auf die Schulter klopfen, oder? Dann kann man sagen, der Job ist erfüllt. Mission erfüllt, genau. Cool. Spielt die Sprache dabei eine wichtige Rolle? Ich meine, hauptsächlich sind es ja Menschen, die Deutsch verstehen. Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand dort ist, der nur Englisch versteht, gehen die einfach damit... Dann wird mit meinen extrem krassen Englischkenntnissen auch gerne mal was auf Englisch gemacht. Es gibt, glaube ich, sogar einen Warm-up bei Jan Böhmermann, ist, glaube ich, Engländer, der macht, glaube ich, das Warm-up auf Englisch bei Neo Magazin Royal, wo wir dann da auch alle das die Sprache dann verstehen, logischerweise, die Menschen, die dann da sind. Ich habe es schon mal gemacht bei Uri Geller, wo dann die zweite Staffel von The Next Uri Geller ist aufgenommen worden in Holland und da waren dann die Hälfte des Publikums Holländer, von denen mal vorher gesagt worden ist, die können aber alle Deutsch und Holländer können ja oftmals gut Deutsch. Die da waren, konnten aber überhaupt kein Deutsch, die Hälfte. Und das war dann schon lustig, aber dadurch ergeben sich auch dann Situationen. Es waren also ein paar Deutsche da, ein paar Holländer und dann haben wir da irgendwas gemacht. Ich weiß gar nicht mehr was, aber das sind auch dann Situationen, wo ich dann weg vom Text gehe, den ich ja so gesehen nicht habe und dann mit den Leuten spontan was mache. Da haben wir uns irgendwie hand- und fußmäßig da verständigt irgendwie und dann sind wir auf Kleinigkeiten eingegangen, auf die Sprache, auf Worte oder auf Redewendungen. Und das war dann wirklich lustig. Das war natürlich kein normales Warm-up mehr, aber es war schon vorher lustig, ja. War das dann ein bisschen wie ein Echolachen, sodass die Deutschen den Holländern den Witz erklärt haben und dann noch ein zweites Mal gelacht haben? Ich weiß gar nicht, worüber gelacht worden ist. Über die Deutschen oder mit den Deutschen oder ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe Holländer und Deutsche zusammen auf die Bühne gebracht und die haben sich dann irgendwie probiert, erklär dem Deutschen jetzt mal, dem Holländer mal, was jetzt gleich gemacht werden muss. Und ich weiß es gar nicht, ist schon länger her. Was natürlich ein bisschen merkwürdig war danach, war natürlich, dass ja die Mentalisten, die auf der Bühne waren, natürlich auch alles in Deutsch gemacht haben. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die erstaunten Gesichter des Publikums, die teilweise gezeigt worden sind, aufgrund der Zauberkunststücke waren oder aufgrund des Nichtverstehens der Erklärung, der Sachen, die gemacht worden sind. Das hat man also teilweise gesehen, ich habe keine Ahnung, also wie das da war. Aber es ist eben, war glaube ich Hilversum, war es glaube ich, und sind dann die Menschen mit dem Bus angefahren gekommen, auch Fans von Uri Geller, aber eben nicht 600 Leute, sondern eben maximal die Hälfte. Und dann kam der Rest eben aus den ungrämsenden Örtchen, die da waren, und die hatten so gar keine Ahnung mal, weder von Englisch noch von Deutsch, was selten der Fall ist in Holland, wo ich jetzt zumindest war, aber ja. Hatten aber einen schönen Abend, kam auch dann noch mal nächste Woche wieder, lustigerweise. Und dann kannte man sich auch schon ein bisschen, ja, haben wir irgendwie kommuniziert, wie auch immer. Was war das Verrückteste, was du je einmal dabei mitgemacht hast? War es das oder war es was anderes? Ich weiß es nicht mehr. Also sagen immer die Künstler, es gibt so viele verrückte Geschichten, die man erzählen kann. Ich habe noch gar nicht, glaube ich, so verrückte Sachen mitgemacht. Also ich bin ja immer aufs Schlimmste eingestellt. Also als Warm-Upper bin ich ja immer aufs Schlimmste eingestellt. Und das kommt mir immer zugute, wenn du eine Messemoderation machst, Leute zu mir sagen, können Sie sich vorstellen, wir haben da in der Moderation, in der Gala haben wir einen Umbau jetzt, könnten Sie überbrücken 5 Minuten? Das ist natürlich für mich das täglich Brot bei einem Warm-up, wenn du was machst. Das heißt, Chaos bin ich eigentlich gewohnt, wenn da was passiert. Also von daher wüsste ich es gar nicht. Also wenn es verrückte Sachen passieren, jemand geht raus in der Sendung, Moderatoren reißt die Hose, irgendwie die Videowand fällt aus, überbrück mal 50 Minuten, dann passieren da Sachen, Heiratsanträge, die im Publikum gemacht werden, teilweise auch auf mein Forcieren hin. Das sind aber Sachen, die eigentlich im besten Falle jedes Mal passieren sollten, sind aber nicht jedes Mal so. Ja? Also kann ich jetzt gar nicht sagen. Mir ist keine Sache hängen geblieben, die extrem schrecklich war oder so lustig, dass ich dachte, das muss ich die nächsten Male erzählen. Es gibt eben große Warm-ups eben, wo du echt gesagt hast, wie jetzt Oberhausen oder nicht Oberhausen, Schalke Arena,
wo du sagst, wow, das war schon publikumsmäßig das Krasseste, wenn du da rumfährst mit so einem Stockcar und winkst und so weiter und so fort und die ganze Halle macht mit. Das war schon für mich jetzt ein tolles Erlebnis. Ansonsten hätte ich da jetzt keine Geschichte, die ich jetzt da rausgreifen könnte. Skandale, die gibt's natürlich. Erzähl. Ende. Wollt ihr hören? Ein paar. Genau, ganz kurz und knapp, irgendwie was Cooles. Ich würde das natürlich, wenn ich aus dem Job raus sein möchte, dann würde ich jetzt ein paar Sachen erzählen. Dann lieber nicht. Ja? Sex, Drugs and Rock'n'Roll, Fernsehen, TV, es ist genau, wie ihr es euch vorstellt. Gut, jetzt ist Kopfkino bei allen Zuhörern. Genau. Oder ist es nur Quatsch von mir? Ich weiß es. Ja. Nee, also man muss sagen, ich habe ja noch die... Ich habe ja noch die Ära des Privatfernsehens, als noch die, wie es noch heißt, die goldenen Zeiten, angefangen so mit Hans Meiser und Ilona Christen, habe ich so angefangen, als so die, mal zum Reinschnuppern, bevor dann dieses Kochduell kam. Da gab es, glaube ich, auch nur drei Leute, die das gemacht haben. Mittlerweile gibt es ja immer 7, 8. Und da war, glaube ich, in Köln jeden Tag war der Alarm. Da haben sie auch, glaube ich, alle von der Straße weggenommen, die irgendwas machen konnten, weil da wirklich RTL ohne Ende produzierte, die technischen Game-Shows, Jeopardy, was da alles noch gab mit Publikum und so weiter. Und da gab es auch danach, die ich nachher auch dann, nicht bei Jeopardy, aber bei anderen Sachen, legendäre Aftershow-Partys. Mittlerweile ist ja alles etwas kleiner geworden, etwas kostenreduzierter und entsprechenderweise auch wirklich etwas solider. Also die krassen Sachen sind wahrscheinlich vor 20 Jahren passiert. Und die krassen Sachen, die jetzt passieren, werden wir logischerweise hier nicht ausbreiten. Dann in meinem Buch in 15 Jahren, ich erzähle alles. Warm-up für Deutschland. Ich habe es bestellt, jetzt. Ja, jetzt schon. Jetzt schon 1.385.000 bei Amazon. Das ist es mir wert, ich spare. Sehr gerne. Klasse. 15,80 Euro. 15,80 Euro, alles klar, gut, lassen wir es mal so stehen, oder? Oder hat das eine spezielle Bedeutung, 15,80 Euro? Nö. Wie sieht das aus? Wir müssen noch ein bisschen Kontroverse in den Podcast reinbringen, das müssen wir noch machen. Irgendwas Kontroverses noch. Dann erzähl so ein Schlagwort noch habt. Nee, müsst ihr vorgehen, die Kontroverse vorgehen. So. In welche Richtung denkst du dabei? Das weiß ich nicht, das müsst ihr mir sagen. Ich hätte eine Kontroverse. Das ist, bitte. Was hältst du überhaupt jetzt von einem Warm-up vor einer Zaubershow? Uri Geller war ja schon eigentlich Zaubershow. Naja, aber es war ja eine TV-Show. Ich spreche jetzt von einer wirklichen Zaubershow, wo die nicht unbedingt aufgezeichnet wird. Ich muss mir mal überlegen, ob ich das schon mal gemacht habe. Ich habe mir oft gedacht, wenn ich jetzt in Veranstaltungen war, ich glaube das letzte Mal bei Hans Klocks in der Lanxess Arena noch, habe ich mir noch gedacht, da wäre ein Warm-up oder einfach eine Show vor der Show nicht schlecht gewesen, denn es gibt ja ein paar Künstler, die Touren. Und siehst du nur, bei Copperfield, als ich da war zum Beispiel vor ein paar Jahren, lief ja stundenlang nur ein Video, welche Preise er alle abgeräumt hat. Und das fand ich extrem langweilig. Da hätte ich mir gewünscht, einen Support. Das gibt es ja auch im Warm-up. Es gibt ja bei Konzerten Support-Acts, Vorgruppe. So, die räumen mal ab, mal schreien alle Buh, gehen nach Hause. Ich glaube, wenn das eine große Show ist, in der Halle, ist ein Warm-up gut. Meinst du jetzt auch vom selben Künstler oder meinst du das jetzt von einem Extra-Künstler? Also meinst du einen Künstler, der ein Warm-up... Sowohl als auch. Ich finde es, ich habe das ja ein bisschen bei unserem Zauberabend, habe ich das ja ein bisschen gemacht, wo Dominik aufgetreten ist mit den Leuten, habe es aber nicht so als Warm-up verkauft. Ich bin einfach vor den Vorhang getreten, bevor es losging und habe mal geguckt, auch für die Künstler der Bühne, wie ist denn die Stimmung so? Also wie geht's denn hier ab? Und den Leuten ruhig gesagt, Leute, wenn ihr Bock habt, macht ruhig Party. Könnt ihr machen, alles klar, wer ist so hier? Auch schon mal abgecheckt, wen könnte man nachher auf die Bühne holen, weil ja dann doch oft Leute auf die Bühne geholt worden sind, die ausgeholfen haben als Sache. Das finde ich mal nicht schlecht, bevor man dann gerade in die Kunststücke reingeht, dass man mal so weiß, was passiert. Natürlich, wenn man jetzt ein Programm hat als Künstler, ist es eigentlich erübrigt, dass sich das Ganze, weil du ja mit dem Publikum den ersten 10 Minuten im besten Falle warm wirst. Ja? Bei aber einer großen Show, gerade von amerikanischen Künstlern, finde ich es gar nicht schlecht, wenn dann jemand Regionales kommt und mit den Leuten mal so ein bisschen was macht, natürlich passen. Nicht so, hey, ihr könnt klatschen, hey, ho, yeah, yo. Ne? Ich habe es auch bei Cirque du Soleil gesehen, glaube ich, wo da irgendwo, nee, war das Cirque du Soleil? Nein, es war bei Pink, genau, bei Pink, beim Konzert der Sängerin Pink, ist da jemand vom Cirque du Soleil rumgelaufen, so ein Clown. Das war okay, aber Publikum hatte Spaß. Ich fand es okay, Publikum hatte auf jeden Fall Spaß und die ging schon mal tierisch ab. Ja, hat es auch dann nachher Pink leichter gemacht, als sie auf die Bühne kamen. Das finde ich immer, das finde ich okay. Also einfach eine persönliche Ansprache an die Leute,
kurze Begrüßung, wenn der Künstler nicht so nahbar ist. Natürlich, wenn du im kleinen Theater bist, dann brauchst du kein Warm-up zu machen. Dann machst du ja eigentlich mit den ersten Kunststücken das Warm-up schon. Im besten Fall kenne ich dann die Zuschauer nach 2 Stunden Soloprogramm, kennen die dich und lernen dich mal so kennen oder wissen auch im besten Falle, wo sie hingehen, ja, wenn sie was gelesen haben über dich. Also Warm-up im Kleinkunstbereich finde ich nicht unbedingt passend. Wenn es eine Arena-Produktion ist, dann könnte ich mir das durchaus vorstellen. Es sei denn, du gehst jetzt zu den Ehrlich Brothers, die ja das mit den Leuten eh viel machen, die auch dann aus dem, wo kommen die aus dem Pott, wo kommen die Jungs her oder sind das auf jeden Fall, du merkst, an dir ran. Ja, du merkst, die sind an dir dran und das ist in Ordnung. Und wenn aber jetzt Copperfield zum Beispiel, oder Hans Glock auch zum Beispiel kommt oder so, das hätte ich gar nicht schlecht gefunden. Weil da ist für mich der Funke nie so übergesprungen oder hat lange gebraucht. Da hätte ich es eben gut gefunden, wenn da jemand mit den Leuten was macht, die ein bisschen drauf einstellt und die einfach so begrüßt so ein bisschen. Ne? Gleich ist hier der und der und mal ein bisschen guckt, wie das Publikum so drauf ist. Ja, das hätte ich nicht schlecht gefunden. Jetzt sind wir hier in einem Zauberpodcast. Lass jetzt noch die letzten paar Minütchen auch noch über deine Zauberkarriere sprechen. Bitte. Wie aktiv bist du ausschließlich in der Zauberkunst? Das ist nicht Moderation, Warm-up, sondern ausschließlich Zauberkunst. Genau, also ausschließlich Zaubern bin ich zweiter Vorsitzender des Ortszirkels Köln. Bin ich gewählt worden, weil wir den nochmal neu aufgestellt haben jetzt. aktiv, sammelmäßig komplett dabei. Auch gucken, was geht so ab, weil ich eben viele Sachen mir aus den Zaubergeschichten, aus der Unterhaltung auch gerade für meine Comedy-Sachen oder fürs Warm-up für Evolution abgucke, aus Genie, Magic, was gibt's da Neues, was kann man für kleine Gags, auch größere Gags machen, welche mentalen Sachen kann man nehmen, vorhersagen, die dann nachher als Special-Effekt so also eingeflochten werden, auch bei einer Firmengeschichte. Da bin ich sehr aktiv. Also ich würde mal sagen, in Messemoderationen fließt immer mindestens 20-30% Zauberei mit ein, in kleineren oder größeren Sachen. Beim Warm-up seltener, wenn ganz kleine Sachen und natürlich hobbymäßig begeistert natürlich auch. Ja. Unter anderem Abonnent des magischen Podcastes von Daniel und Dominik, den ich mir nur wärmstens... Das ist natürlich Pflicht. Wärmstens empfehlen kann, weil ich weiß es ja selber... Ihr kennt vielleicht noch die großartige, von mir nur als großartig, von dem nicht, vom Rest nicht so als großartig empfundene YouTube-Show, die Zauberkläuse üben Kritik. Das gab es mal mit dem Kollegen Christopher Köhler und Zauberer Mickey Michael Horn. Da haben wir uns mal Produkte zum Anlass genommen und die ein bisschen bewertet, mal das auch mal gemacht. Würde ich gerne wieder machen, ist aber gerade die Zeit ein bisschen knapp für die ganze Sache. Das also auch gemacht. Also heißt, privat viel Beschäftigung mit Zauberei, dann bleiben davon noch 20% übrig, die man für einen Job nehmen kann. Und mich interessiert natürlich vor allen Dingen, aber auch bei an den Zauberern noch nicht mal so sehr die Trickhandlung, sondern alle großen Zauberer waren natürlich auch große Unterhalter. Ne? Weiß man ja, dass man das Kunststück von Copperfield natürlich nehmen kann und trotzdem ist man nicht in Copperfield, weil die Erfahrung fehlt, das Team, die Bühnenerfahrung einfach und die Persönlichkeit auch oftmals. Und da kann man sich wirklich viel abgucken, weil die besten Zauberer-Mentalisten sind eben auch großartige Unterhalter, aktuell eben Darren Brown. Ja, der würde auch großartig unterhalten, wenn er nicht zaubern oder wenn er nicht Vorhersagen machen würde. Einfach eine 2 Stunden One-Man-Show. Ob es ein Comedian ist oder ein Zauberer. Comedians gibt es natürlich, wie gesagt, am Meer. Zauberer ein bisschen weniger, die das gut wuppen können über 2 Stunden, die zumindest bekannt sind. Und da hole ich mir auch mal eine Inspiration von eben. Wer sind denn deine großen Vorbilder? Zaubermäßig, oder? Zaubermäßig, genau. Oder was du für die Zauberkunst halt eben hauptsächlich einfließen lässt für dich? Ja, also Vorbilder wird ja immer heißen, ich probiere denen nachzueifern. Das habt ihr auch schon mal gehört. Das sagt man ja auch nicht so. Ich habe natürlich keine Vorbilder. Ich bin originell, hat es noch nie gegeben, was da ist. Aber natürlich, also im Moderationsbereich ist es natürlich rein ein Kind der Zeit Thomas Gottschalk gewesen, wo man immer sagte, das ist nicht ein Hammer-Typ, der auch spontan alles wegmoderierte, der auch live großartiger ist, als wenn du dreimal was aufnimmst. Wenn es in den Zauberbereich geht, natürlich, das wird oft genannt werden, ist es natürlich einfach, weil der Mann eine 2 Stunden Bühnenshow macht, Darren Brown eben. Penn und Teller wäre es kein Vorbild von der Vorführweise her, aber wie sie es eben machen. Also ich würde es nie so vorführen wie die, aber eben einfach unterhaltend, weil diese Menschen nehmen die Tricks weg, geben ihnen was völlig anderes und sie werden trotzdem unterhaltend sein. Ne? Knallertypen eben. McKing ist natürlich dann noch in dem Bereich, also einfach die Großen, wo man sagen kann, die haben auch schon ein bisschen Erfahrung, 15, 20 Jahre. Und wenn du die mal in einen Kreis zusammenkriegst und die dich an die Theke setzen würden, da könnte man, da wird ihr Jungs dabei wahrscheinlich, da wird man sagen, okay, gar nicht mal Tricks zeigen lassen, einfach mal quatschen,
wie kamen wir dahin, wo ihr seid, habt ihr Tipps und Tricks und so weiter, weil davon kann man natürlich noch eine Menge lernen. Ja. Auf jeden Fall. Darum plädiere ich auch dafür, das mache ich auch im magischen Zirkel, ich plädiere dafür, dass man viel mehr Seminare noch macht, auch für die Laienzauberer, wo es gar nicht um Trick geht, sondern einfach wirklich mehr um Präsentation, wie man was präsentiert, Bühnenerfahrung oder Auftreten auf der Bühne, weil das ist ja oft das Problem von vielen Zauberern, der Trick wird bis zum Letzten geübt und die Präsentation wird dann abgelesen von einem Vortrag von Claude Hester oder das läuft schon oder ergibt sich dann irgendwo, was dann nachher mündet in die Präsentation, ich habe hier ein Kartenspiel, ziehen Sie eine Karte, sagen Sie mal, können Sie Englisch, sagen Sie Stopp. Ha, so Geschichten, ne? Und das ist oftmals, da kann man noch was machen. Also weniger die Handlung oder, sagen wir mal so, gleich viel die Fingerfertigkeit üben wie die Präsentation. Und dann sind eben nachher einige enttäuscht, dass das nicht so läuft wie auf der großen Bühne bei Superstars, eben weil die eben vielleicht an ihrer Persönlichkeit jahrelang gefeilt haben. Sehr schönes Thema. Dann sag mir direkt, warum meinst du, liegt das daran oder woran liegt es, dass die meisten einfach nur die Kunststücke vorführen wollen? Weil ich das kenne, weil ich nämlich faul bin. Ja? Und darum würde ich zum Beispiel nie Manipulation machen, weil ich dafür viel zu faul bin. Ja? Und es ist einfach natürlich in den Zauberladen zu gehen, sich einen Trick zu kaufen. Und selbst mit dem Trick kannst du noch im besten Falle Kumpels, Verwandte, Bekannte verblüffen. Du musst nicht viel sagen, du kannst einfach sagen, was du machst. Ne? Ich nehme ein Kartenspiel, ziehen Sie bitte eine Karte und ich weiß jetzt, die Karte ist die, keine Ahnung was, jetzt mal ganz basic gesprochen. Ja. Und das gibt immer noch Verblüffung. Während wenn du falsch singst natürlich, gehen die Ersten aus dem Raum raus. Während wenn du jetzt Comedian bist und keine Lacher kreieren kannst, schlafen auch die Ersten weg. Aber beim Zauberkunststück kannst du zu Zauberkellerhof, übrigens auch sehr guter Laden, bitte unterstützen, hingehen. Kannst du hingehen, gehst dir was kaufen und kannst dann im besten Fall nach 5 Minuten schon, wenn du es ganz eilig hast, so einen kleinen Trick vorführen. Und das gibt natürlich dann Reaktionen im Verwandten-Bekanntenkreis, auch gerade bei der Frauenwelt. Natürlich, wenn Leute unterwegs sind, dann da. Und dann bist du wahrscheinlich falsch motiviert und sagst du, ach guck mal, wenn das so einfach geht, gehe ich mir den nächsten Trick kaufen, den nächsten Trick und bist immer Mittelpunkt der Party, ohne wirklich viel dafür gemacht zu haben. Und dann, wenn du auf die große Bühne dann gehst oder ein Engagement hast, mit den Sachen wird man bitte auf die Nase fallen. Findest du es grundsätzlich positiv oder negativ, genau diese Art, dass man sehr schnell mit der Zauberkunst etwas erreichen kann? Auf der einen Seite macht es die Zauberkunst ja in Anführungszeichen bekannter, weil mehr die sehen. Auf der anderen Seite gibt es aber halt eben auch viele Zauberkünstler, die sie eher schlecht präsentieren, wie du ja gerade schon gesagt hast. Ja, also ich finde, es hat alles, toller Satz, hat alles seine Berechtigung. Ich finde, wenn man jetzt, das ist immer so ein Satz wie eigentlich Arschlecken auf gut Deutsch, ne? Hat alles seine Berechtigung. Ich finde, wenn man jetzt Laienzauberer ist und hat das Hobby Zaubern und man geht einfach jetzt in den Laden, kauft sich was und zeigt es dann auf dem Geburtstag, dann muss das nicht so ausgefeilt sein, als wenn du eine Bühnenshow machst. Das finde ich nicht. Ich finde aber auch, wenn man auch auf dem Geburtstag ein Kunststück zeigt, sollte das zumindest vernünftig geübt sein und im besten Fall präsentationsmäßig mittelmäßig sein. Also, dass das einigermaßen läuft. So. Wenn man das natürlich auch macht als Profi-Zauberer und geht dann auf die Bühne und du merkst einfach, dass du kennst zwar vielleicht nicht die Präsentation, aber du merkst einfach, da ist nichts dahinter, dann hast du als Publikum schon das Gefühl, dass du verarscht wirst. Und denkst, was ist denn das für ein schlechter Zauberer? Und dann bist du von der Zauberei als Publikum schnell gelangweilt. Und das ist ja auch unser Problem als Zauberer oder Leute, die Zaubern toll finden, dass eben viele Menschen in ihrer Jugend oder auch auf Hochzeit, Geburtstag, haben schlechte Zauberer gesehen. Und wenn du einen schlechten Zauberer gesehen hast, der einfach vielleicht langweilig war, schmierig zu irgendwelchen Frauen war und dachte, hier streichen Sie mal meine Hand, aha, ich kann Ihre Gedanken lesen. Das kennen ja alle, die ganzen Geschichten. Dann sagen sich viele Leute in meinem Bekanntenkreis zum Beispiel, wir wollen nie wieder Zauberei sehen, das reicht uns. Während wenn du einen schlechten Sänger siehst oder selbst einen schlechten Comedian, der nicht lustig war, wirst du nie sagen, Comedy ist blöd. Dann wirst du sagen, okay, der Typ war nicht gut als Comedian, die Frau war nicht gut, aber ich gehe nochmal zur Comedy. Aber ich habe es eben gemerkt, dann Zaubern ist dann so ein Allgemeinbegriff, die Zauberei, auch bei Eventkunden, das wollen wir nicht mehr. Darum sage ich eben schon gar nicht mehr von Zaubern und wenn die es dann doch sehen, finde ich es doch ganz gut. Ja. Ist es vielleicht, also um es zu beantworten, einfach, ich finde, man muss eben gucken, wo wird es vorgeführt und man soll sich immer damit beschäftigen, aber man muss auch die Kirche im Dorf lassen, im kleinen Bekanntenkreis oder bei Kumpels reicht das, sich damit mal ein bisschen zu beschäftigen, das vernünftig zu machen. Aber es sollte überall, sollte auch im Hobby, sollte so ein bisschen Herzblut drinstecken. Nicht nur so,
der schnelle Trick. Ich habe keine Lust an Zaubern, ich kaufe immer was, ich will jetzt jemanden beeindrucken. Das ist blöd. Also man sollte das schon eine Leidenschaft dafür haben. Ist es vielleicht, dass man dabei nicht unbedingt einen Vergleich hat, wenn die Leute einmal einen Zauberkünstler gesehen haben, dass sie sagen, der war nicht gut, ich will nie wieder einen? Wobei man bei einem Sänger ganz viele Vergleiche hat, weil man das ständig im Radio hört? Hast du recht, das war bestimmt bisher so, weil die Zauberei war ja bis vor 3-4 Jahren, habe ich Leuten gesagt, ich zaubere auch in der Moderation oder was, sagen die, ja komm, hier 80er, mein Freund. Jetzt können wir sich die Ehrlich Brothers und jedes Kind, die Zauberer sagen Ehrlich Brothers jetzt, obwohl, obwohl noch andere viel länger unterwegs waren. Und mittlerweile hat das eben nicht mehr diesen Anschein von Kindergeburtstag, was ja früher immer so war, ach, ihr zaubert. Wir haben ja mit Kollegen so eine Mixshow gemacht, Nix als Tricks, vor ein paar Jahren. Und dann hieß es immer, wenn man das Leuten angeboten haben, Theatern, ja, aber nachmittags machen wir keine Vorstellung. Da kommen, wir wollen die Kinder nicht im Publikum, wir sind ein erwachsenes Kabarett oder so. Und dann muss man Leute erstmal sagen, Leute, das ist für Erwachsene, hat auch mit Kinderzauberei nichts zu tun, das machen andere Leute, machen wir nicht. Das war immer schon so, Zaubern gleich Kinderzauberei. Und mittlerweile gibt es halt die Jungs hier, Ehrlich Brothers, Nicolai Friedrich, Tommy Tenne, Amelie, die jetzt auf Tour gehen. Und die sind ja jetzt schon die Vorreiter, die auch das größere Publikum erreichen, durch Fernsehpräsenz auch. Und ich hoffe, dass man dann sieht, dass es große Nuancen gibt bei Zauberkünstlern, große Sparten. Und dass man dann sagt, okay, ich fand die nicht gut, aber den finde ich besser. Ich hoffe, das ändert sich mittlerweile, wie das in England ja zum Beispiel, in den USA schon lange so ist. Ne? Nur hier war es bisher eben so, ein Zauberer gesehen, oh Gott, nie mehr wieder. Das, aber es gibt ja auch viele Schlimme, da kennt ihr ja auch ein paar. Fängt ja schon bei Künstlernamen an, der große Gokini oder mit Ini hinten was dran oder ja, Magic, gut, oder? Magic ja. Thorsten, was da alles gibt, das ist ja schon grausam, wenn ich es nur höre. Ja? Ist traurig auf jeden Fall, aber lass lieber jetzt nicht darüber reden. Doch, Kontroverse, Glimmer. Kontroverse, da ist es, das ist es. Glimmerfolie ist geil, so. Ah, cool. Und wer zum Beispiel totale Scheiße ist als Künstler, ja, das ist. Und stumm ist er. Und totaler Loser. Den nicht gucken. Auf keinen Fall. Ja, cool. Lieber Thomas, ich glaube, wir könnten jetzt noch den ganzen Abend quatschen, oder? Wir hätten noch genügend. Ja, nee, ich muss weg. Du musst weg. Gut, wir müssen auch weg. Ja, ich muss noch was essen. Die Mikrowelle muss ich noch mal anschmeißen. Nee. Hat das jetzt irgendwas? Was ist das Fazit für euch jetzt? Was bringt den Podcast-Hörer zu Hause? Dieses Interview mit mir. Ganz viel. Schreibt doch einfach eine E-Mail an info@magischerpodcast.de und wir leiten genau. Mich weiter. Genau. Genau so machen wir's. Bitte an mich weiterleiten. Meine Adresse ist ingo@oschmann.de. Das bist du. Alles definitiv. Dahin schreiben und dann könnt ihr alle Kritiken dahin machen. Alles klar, so machen wir das. Lieber Thomas, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Wie gesagt, wir müssen jetzt ganz kurz noch zum Schlusssport kommen. Wir haben nämlich noch drei Fragen, die wir dich bitten, ganz kurz knapp einmal zu beantworten. Gibt es einen Ratschlag, den du jedem mitgeben kannst, der sich mit der Zauberkunst beschäftigt? Ja, lest mehr Bücher. Dazu direkt auch die nächste Frage. Kannst du ein Buch, ein Kunststück oder eine Webseite besonders empfehlen? Ich empfehle Bücher, die ich gerade nochmal lese. Und zwar aktuell das neue Buch von Christoph Bohrer, 21, großartiges Buch. Sowohl für Mentalisten als auch für normale, oder Zauberkünstler anderer Sparten. Normale, sind die Medikamente wegen der Krankheit. Entschuldigung, der Hustensaft und das ist das einfach. Also Christoph Bohrer, 21 und gerade wieder im Zauberschrank entdeckt, auch ein frühes Buch, das ich mir zulegte, ist das Buch von Florian Severin. Ich glaube, es heißt, ich muss gucken jetzt nochmal, 13 Steps to Vandalism. Es kriegt da irgendwie auf Second-Hand-Geschichten. Auch viel Mentalmagie natürlich drin, aber da geht es zum Beispiel über das, was wir gesprochen haben. Es geht da auch ganz viel um Präsentationen, auch für moderne Kunststücke. Also einfach, wo kann ich mir Anregungen holen, um einfach mir selber Geschichten und Sachen auszudenken, egal ob es fürs Zaubern ist oder auch für andere Sachen, für Comedy, einfach für Bühnenpräsentationen, dass ich mal so Geschichten ausdenkt oder einfach mal Vorführweisen für Kunststücke, dass man da mal originell rangeht. Großartiges Buch, Florian Severin, 13 Steps to Vandalism. Und gibt es noch etwas? Ich weiß es gar nicht. Irgendwas mit Steps to Vandalism. Guckt mal, ob es irgendwie findet. So heißt das. Das ist richtig. Und gibt es noch etwas, was du dem Hörer noch zum Schluss mitgeben möchtest?
abonniert den magischen Podcast von, das meine ich wirklich, weil Respekt, wie gesagt, aus eigener Erfahrung wissen, damals mit der YouTube-Show, das ist schweineviel Arbeit, die ist nicht bezahlt und dann schreiben noch irgendwelche kleinen Eier, dass das ganze was man macht oder wie auch immer, können wir piepen, oder? Können wir piepen, ja. Es war sehr fäkal, der Podcast heute war sehr, sehr fäkal, mein Anspruch für euch heute mal, das zu machen, aber das können wir ja piepen. Das finde ich großartig und ich würde es einfach auch gut finden, weil mit eurem Podcast auch noch viele Nuancen und Leuten Sachen gezeigt werden, was gibt es in der Zauberei. Und dann kann man eben das vermeiden, dass Leute denken, Zauberei ist nur was für Kinder, indem man einfach hört, es gibt einen Zaubergerätehändler, den Profi, Kartenzauberer, den Mentalisten, den Kreuzfahrtzauberer. Das ist eine super Sache. Und das alles ohne Geld, ehrenamtlich, Respekt, mein Lieber. So. Danke dir, Thomas. Vielen, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Und gute Besserung vor allem. Ich komme dann nächste Woche wieder, ne? Kriegen wir hin. Auf jeden Fall. Ich würde mich jetzt gerne bei euch jede Woche einladen, wenn das funktioniert. Jede zweite Woche. Das funktioniert auf jeden Fall. Ich habe noch viel zu erzählen. Unter anderem noch weitere Geschichten eben von dem... das hat er eben schon gehört. Das ist die alte Regel, den Gag niemals wiederholen, was ich gerade gemacht habe. Ja? Kommt trotzdem. Wir lernen. Ihr nickt nur noch, okay, zeitverzögert. Ich fühle mich schon viel besser, fällt mir gerade auf. Du hast vor allem auch die ganze Zeit nicht gehustet. Ja, weil ich jetzt gerade im Thema drin war. Weil ich gerade reden konnte. Wahrscheinlich geht es gleich wieder los. Ich kriege schweres Fieber, muss mich hinlegen. Aber das war ganz gut. Also, liebe Hörer des Podcastes, wir hören uns wieder nächste Woche. Ich freue mich drauf. So machen wir das. Alles klar. Das war gut, ne? Ciao. Teil 2, Teil 3. Bis bald. Genau. Tschüss, Thomas. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Das war's mit unserem heutigen Podcast. Vielen Dank, dass du bis jetzt zugehört hast. Unser Zitat der Folge kommt von Konfuzius. Er sagte einmal: Das Gesicht eines Menschen erkennst du bei Licht, sein Charakter im Dunkeln. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über deine Empfehlung an deine Freunde und über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Denn das Beste, was du für uns tun kannst, ist eine Empfehlung an andere. Und je mehr positive Bewertungen wir auf iTunes haben, desto mehr werden diesen Podcast finden und umso mehr werden an den Infos, die wir für euch zusammenstellen, teilhaben können. Wenn du Vorschläge für weitere Interviewpartner hast oder Anregungen im Allgemeinen, freuen wir uns auch über deine persönliche Nachricht auf Facebook, per Mail oder beim Besuch auf unserer Webseite. Du findest uns unter facebook.com/magischer-podcast und unter magischerpodcast.de.